Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin Wolf Fuß zusammen mit Wolf Fußmann. Darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten? Wir sind bei einem. Oh mein Gott. Das muss ich nicht. Er wird mich so brechen wieder. Ja. Das kann man hochklassigen Fußball geben, auf den ich mir Bock habe. Anthony. Schön durchgesetzt. Er zieht ab. Was für eine Parade von Courtois. Weltklasse. Ja, wenn er die anderen Paraden mal vor den letzten Spielen machen hätte gemacht, dann. Sie können doch nicht. Ecke kommt ins Zentrum. Sie spielen erstmal raus. Kein guter Volley. Ecke mit der Scheiße. Sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Luka Modric jetzt. Das ist Anthony. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Flanke kommt rein. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Fahne ist oben abseits. Ist doch eh scheißegal. Die Frage ist, wer könnte denn heute ganz besonders auftrumpfen in dieser Partie? Kingsley Coman ist da ein Name, den man nennen muss. Er ist der beste Torjäger, den dieser FUT-Verein hat. Das passt. Das passt. Oh, da waren sie nichts aus dieser Show. Aber nicht diesmal. Der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Oh, die Gruppe macht ja. Warum ist mir eigentlich, dass ich sauer bin? Die Nebenleute bieten sich da schön an. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Courtois verhindert den Treffer. Den eigentlich fast schon sicheren Treffer. Super geil. Jetzt wird der Trainer sauer, weil Courtois den Treffer verhindert. Verlieren sie doch den Ball. Gute Aktion von Golter. Oh, da war ja gar keiner. Da packt er die ganze Parade aus. Was für eine Szene. Übernahme noch in der anderen Hälfte. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Musiala. Was macht Musiala da vorne? Verwunderliches Bild. Anthony. Flanke auf den langen Pfosten, die kommt gut. Stark verteidigt. Serge Gnabry, jetzt die Möglichkeit. Das macht er stark. Piss dich! Die Chance! Hartes Einsteigen. Wie schön. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Er bekommt die Unterstützung. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Also eine Prediction von EA ist ja jetzt schon mal nicht mehr möglich, ne? Was? Ja, der Vize-Weltmeister, den EA vorhergesagt hat, ist ja heute rausgeflogen. Ja? Das sehe ich. Ja. Die sind vorhin rausgeflogen. Ja, er hat mit FIFA vorher gesagt, dass Brasilien Zweiter wird. Das stimmt schon mal nicht. Das ist nicht mehr möglich. Pass kommt nicht an. Jetzt ist er durch. Da passt der Klasse auf.
Moment sieht es ganz gut aus. Sie erarbeiten sich Chance um Chance, aber die Chancen. Ja, die gebliche Weltmeister kommt hier verschenkt weiter, weil er gerade 1-0 führt. Und der dritte ist am Morgen drin. Gut, dass er dazwischen geht. In Europa drin. Musiala. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Chance zur Führung. Da ist sie. Ja, wie war es ja doch passbar. Ist ja auch als Stürmer hier? Ich weiß nicht, ob er als Stürmer spielt. Glaube aber nicht. Ich glaube, der spielt immer Mittelfeld bei Bayern. Ne? Da hatte Bayern ja Lewandowski oder jetzt Choupo-Moting als Stürmer drin, ne? Also, ich spiele ja mit Neuer normalerweise. Ja, was wird. Ich wollte gerade sagen, was das denn für ein Dreh ist. Oder? Aber es war ja abseits. Lauf doch, du Wichser! Nö. Also, dumm. So, ja, das war's. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Gutes Tackling. Früh wird er jetzt gestört. Könnte der Ausgleich werden? Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanztat. Sie verlieren den Ball. Was für ein Duell. David Silva. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Bumm. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Kurz ausgeführt. Valverde. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Stimmt doch gar nicht. Ich will nicht den Ausgleich. Ganz soll nicht Pech. Ehrenpech. Saka. Saka. Mann, was soll das denn? Jetzt fällt ihr ein. Ich finde es gut, wie du es erfolgreich getauscht hast. Oh, Digga. Gnabry, bist du dumm? Nein, einfach nur Gnabry. David Silva. Carvajal, das ist der Ballverlust.
Der Zustand der Gnabry beschreibt sehr. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Komm an. Den Ball hat er. Hallo, bist du behindert? Nein. Hat jetzt Anspielstation. Chance zur Führung. Bam. Da ist es. Er bringt sie wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Was ist das? Musiala. Liebt den Typ schon langsam. Der Oktoberfest muss ja nah trifft. Sie haben den Ball erstmal durchatmen, aber die Parade war sensationell. Ich glaube, ich gehöre auch dazu. Viele haben den Ball schon drin gesehen. Ich nicht. Wenn wir über die Gründe für den Rückstand reden, dann müssen wir die Chancenverwertung nennen. Sie haben ihre Möglichkeit. Aber jetzt erstmal Augen auf. Er hat Tor. Ich liebe Musiala, Digga. Er ist so jetzt ein geiler Typ. Augen auf. Wenn die Verbindung das geht, das wurde getrennt. Ja. Wie immer ist Thomas gut, ne? Ja? Mhm. Das ist doch gut. Schiss aus Starlex, schick.